Warum tue ich mir manche Dialoge, manche Gespräche noch an? Das ist eine gute Frage und ich möchte heute einen Einblick geben als Einstieg auf das, was in den nächsten paar Videos passieren wird. Denn einer meiner Hauptanliegen in Gesprächen, gerade wenn andere dabei sind, ist es nicht recht zu haben, sondern es ist Leute zum Nachdenken zu bringen, Leute ins Prüfen zu bringen. Denn am Ende des Tages weiß ich, dass es nicht darum geht, Argumente zu bringen. In Debatten ist das meiste, was passiert, psychologische Kriegsführung. Das weiß ich, weil das eben sehr eng mit dem, was ich beruflich mache, zusammenhängt, nämlich dem Lesen und dem Auslegen von Kommunikation. Und warum ich das mache, mit Leuten ins Gespräch zu gehen und gerade wenn es vor anderen ist, ist, weil das immer zu einem Punkt führen wird, und zwar, dass das Wesen einer Person offenbar wird. In einem Vier-Augen-Gespräch ist es meistens so, dass eine Person sich entweder von einer ganz schlechten Seite präsentiert oder von einer ganz guten Seite, je nachdem, was für Interessen dahinter sind. Wenn ein oder zwei dazukommen, wird schon ein bisschen anders, dann verstellt man sich noch. Wenn man nicht wahrhaftig in seinem Herzen wirklich voll mit Liebe ist und voll mit Wertschätzung ist. Und spätestens, wenn mehr Leute dazukommen, kommt der Aspekt Stolz und Macht mit rein. Und was passiert, wenn Stolz und Macht als Aspekte mit reinkommen, ist, dass Verhaltensweisen mit an den Tag kommen. Denn wenn Macht und Stolz und auch Anerkennung je nachdem oder Positionierung reinkommen, dann offenbart sich das Wesen eines Menschen auf eine ganz andere Art und Weise. Es gibt nicht umsonst den Spruch, gib einem Menschen Macht gib einem Menschen Macht und ich zeig dir, wer er ist. Und genau das ist mein Hintergrund. Mir geht es überhaupt nicht, in Rechthaberei zu gehen, denn am Ende des Tages lese ich gerne der Schrift und ich bete gern drüber. Dann spreche ich auch mit anderen Leuten gerne drüber und bin da bereit, den Weg zu gehen. In der Öffentlichkeit hingegen ist für mich ein ganz anderes Anliegen dahinter, nämlich dass Leute anfangen nachzudenken und zu prüfen. Denn es gibt Menschen, die sehr schnell immer wieder ins Hetzerische kommen, die ins Lieblose kommen, die versuchen, den anderen durch den Kakao zu ziehen. Und statt dass sie in der Liebe bleiben, statt dass sie respektvoll bleiben, gehen sie immer wieder auf persönliche Angriffe. Was dadurch passiert ist, es offenbart sich eine Frucht und es offenbart sich auch der Herr des Lebens, der mit Sicherheit nicht unser Herr Jesus Christus ist, weil er hat das in zwei, drei Ausnahmefälle in Bezug auf die Pharisäer gemacht, sie Schlangenbrut genannt, aber da sieht man anhand der Schrift auch eine ganz, ganz klare Vorgehensweise und eine Reaktion von ihm anstatt eine Aktion von ihm. Ich möchte vorlesen, Matthäus 7, Vers 17. So bringt jeder gute Baum gute Früchte und ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wir werden gleich darüber sprechen, was für Frucht aus einem Nachfolger Christi entsteht. Vorher möchte ich aber klarstellen, wenn du einen Apfel vor dir hast, und der sieht von außen einfach nur wunderschön aus, dann sagt das nichts über das aus, was dahinter ist. Dann sagt das nicht aus, ob das eine gute Frucht ist. Man kann sagen, die Frucht sieht gut aus. Aber man kann nicht sagen, ob es eine gute Frucht ist. Das passiert eben erst, wenn ein bisschen Druck ausgeübt wird. Und in dem Fall, gerade in Bezug auf, auf Dialog vor anderen, ist es so, dass dann einfach psychischer Druck ausgeübt wird, wo man sich als Mensch nur ganz schwer gegen wehren kann. Ich lese vor, die Frucht, die ein Mensch haben sollte, wenn er wahrhaftig Christus nachfolgt. Die Frucht aber des Geistes, in Galater 5, Vers 22, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Und dann auf der anderen Seite, Vers 20, Unreinheit, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft. Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht und Spaltung. Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Und gerade in Bezug auf das Gespräch mit Marc,
wo ich jetzt in den nächsten Tagen die Videos so hochladen werde, wo ich seine Argumente angucke, weil ich die auch geprüft habe im Nachgang, die für mich noch neu waren jedenfalls. War es mir besonders wichtig, einfach nur Frucht offenbar werden zu lassen, damit die Leute im Nachhinein mal merken, okay, das entspricht zwar meinem Gottesbild, aber die Frucht, die dieser Mensch bringt, das ist keine gute. Und witzig ist, dass das tatsächlich auch angesprochen wurde. Ja, ich blende dazu eine Nachricht ein, einmal hier, werde die wahrscheinlich im Nachgang auch direkt vorlesen. Puh, was ein Chatverlauf. So viel Beleidigung und unchristliches Verhalten habe ich selten erlebt. Echt hart, was manche da alles schreiben. Das ist heute echt harte Disziplinarbeit in Demut waren. Gott schütze dich. Und dann werde ich noch einen Kommentar vorlesen. Hi Mark, von den Argumenten her bin ich ganz bei dir. Ich bewundere dein Bibelwissen und wie überzeugend du die Dinge auf den Punkt bringst. Aber entschuldige bitte, lieber Bruder Mark, die Art, wie du mit Andreas umgehst, empfinde ich als hochnäsig und herablassend. Im Anschluss ein Verweis auf die Frucht des Geistes. Dann von ungeheuchelter Glaube. Mark wurde sehr, sehr oft persönlich und beleidigte Andreas als Götzendiener. Als Moderator hätte man da eingreifen können. Schade, aber Gott wird dich richten, Mark. Verweist auf Matthäus 5, Vers 22. Hallo zusammen, ich habe mir diese Debatte vorhin während der Nachtschicht fast bis zum Schluss angehört. Irgendwann musste ich ausmachen, weil ich mich so sehr an den ständigen Angriffen von Mark gestört habe. Theologisch gesehen stehe ich auf seiner Seite. Aber er hat es meiner Meinung nach nicht verstanden, seine Argumente mit Liebe und Respekt rüberzubringen. Dann bringen auch die besten Argumente nichts. Dann tönt alles wie eine klingende Schelle. Auch das, eine deutliche, sichtbar gewordene Frucht. Auch wenn ich deiner unitarischen Theologie nicht zustimme, muss ich sagen, dass du dich korrekter verhalten hast als ein Opponent. Auch das ist ein Punkt, wo man einfach drüber nachdenken soll. Anschließend die Zustimmung, wir müssen täglich unter Gebet das Wort Gottes lesen, darüber nachdenken und ihn täglich bitten, dass er sich uns mehr offenbart und er unser Herz weich macht, damit wir ihn aufnehmen und ihn immer besser kennenlernen und Jesus nachfolgen, egal was für unmittelbare Konsequenzen das für uns hat. Und zum Abschluss. Auch wenn ich nicht deiner Meinung bin, hast du dich auf jeden Fall korrekt und mit viel Respekt und Anstand als Christ verhalten. Dann später nochmal. Das verurteile ich und ich habe es im Chat auch mitbekommen. Ich muss sagen, du warst mir von der Art her viel sympathischer als Mark, weil du mit viel Liebe und Frieden gesprochen hast und vieles eingesteckt hast, der nur ruhig geblieben bist. Schade, dass es zwischen uns Christen so ein Problem gibt. Ich hoffe, du gehst nochmal in dich und ich wünsche dir Gottes Segen. Und unabhängig vom Gottesbild ist die Frucht offenbar geworden. Und das ist das, worum es mir primär geht. Dass Frucht offenbar wird. Und von mir aus können die Leute mich Tag und Nacht durch den Kakao ziehen, das stört mich nicht. Das stört mich kein bisschen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie egal mir das ist. Denn ich mache das alles nicht, um Menschen zu gefallen. Was stattdessen passiert, ist, dass die Frucht aber offenbar wird. Und dann haben wir jemanden, der so von Stolz getrieben ist, dass er sagt, nee, ich bin nicht bereit, ich muss das nicht prüfen. Aber sobald man dann sagt, ja, dann brauchen wir nicht zu debattieren, ja, doch, doch, ich bin bereit zu prüfen. Was das über den Geist aussagt, der in diesem Menschen regiert, muss man für sich selbst entscheiden. Genauso die Sorge, ja, dass, ja, oder schon das darauf aufmerksam machen, dass Veröffentlichen von Chatverläufen ist strafbar, was für eine Aussage dahinter steckt. Von mir aus kann der Marc alle Chatverläufe veröffentlichen von mir. Ich habe nichts zu verstecken. Und ich würde dich auch nicht anzeigen. Ich würde dir nicht mal mit einem Gericht drohen. Weil mir das relativ egal ist. Dass du aber mit Gericht kommst oder schon vorhinein mit Gericht sprichst, auch das offenbart irgendwas. Wer nichts zu verstecken hat, der versteckt nichts. Und der muss auch nicht vorher schon sagen, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist der Grund, da auch mal einen Einblick zu geben, warum ich das mache. Denn es wird diese Menschen geben, die auftreten
Und wo Leute sagen, oh ja, und da, das entspricht meinem Bild und ja, super, total genial. Das ist okay für mich. Denn jeder muss am Ende des Tages Selbstrechenschaft ablegen. Das Einzige, was ich machen kann, ist Leute zum Prüfen bewegen. Und dafür ist es ganz wichtig, so zu leben, wie Jesus gesagt hat. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie euren Vater, der in den Himmeln ist, loben. Ja. Sie müssen aber unsere guten Werke dafür sehen. Sie müssen sehen, dass in unserem Leben was passiert ist, eine Frucht entstanden ist. Die Frucht des Geistes. Dazu gehört auch Ertragen. Ja, und wenn man dann Körpersprache lesen kann, kann man aus Körpersprache Verachtung lesen, Hochmut lesen und vieles andere. Was ihr daraus oder was man daraus lesen kann, wie er aufgetreten ist, das lasse ich hier jedem Einzelnen. Denn das ist nicht in meiner Verantwortung zu prüfen. Ich möchte einen Punkt nennen, der uns immer wieder ermutigen sollte zu prüfen. Und das ist auch kein Wunder. 2. Korinther 11, Vers 14 und 15. Denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Deren Ende wird sein nach ihren Werken. Was wir hier in diesem Vers lesen, ist, dass der Widersacher sich verstellt als Engel des Lichts. Ja. Der wird immer kommen und sagen, ich verkündige Wahrheit. Seine Diener der Gerechtigkeit auch. Woran wird es denn offenbar? Woran erkennt man es denn, ob jemand ein wahrhaftiger Diener der Gerechtigkeit ist oder eben nicht? Auch das wird in Matthäus 7 angesprochen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Wir sehen also, dass ganz besonders das Ausrichten auf den Willen des Vaters ein Zeichen dafür ist, ob man Diener der Gerechtigkeit ist oder nicht. Und dazu gehört eben auch die Lehre Christi so anzunehmen, wie sie ist. Ja, und dazu gehört eben auch so zu beten, wie er betet. Dazu gehört auch so anzubeten, wie er betet. Und vieles andere. Und es wird Menschen geben, die werden zu Jesus Herr herrufen. Und was passiert? Jesus wird zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Ich finde das sehr eindrücklich. Und ich wollte damit den Einstieg da reingeben, in die Aufarbeitung der Argumente, um zu zeigen, dass viele Scheinargumente dabei waren. Und vor allen Dingen eine gewisse Frucht offenbar wurde. Und vom Prinzip auch der Nachgang. Die werden ihre Punkte raussuchen. Das ist okay, das dürfen die auch machen. Ich freue mich ja, dass ich Leute beschäftigen kann in dem Punkt. Ja. Unabhängig vom theologischen Standpunkt ist eine Beschäftigung und ein Lebenssinn gut für die mentale Gesundheit. Das ist deshalb okay für mich. Gott wird am Ende des Tages richten. Ja. Und er wird sagen, was Recht und Unrecht ist. Und am Ende des Tages brauche ich keine Angst zu haben, denn ich kann überall auf die Lehre des Christus verweisen. Und als Resümee zu dem, was gesagt wurde, ich brauche nicht auf die Zwei-Naturen-Lehre des Christus zu verweisen, um die Bibelstellen zu erklären. Sondern ich kann die Bibelstellen nehmen und sagen, ja, Amen. Andere müssen sagen, ja, aber deine zwei Naturen. Das wird unbequem für den einen oder anderen. So ein kleiner Einblick, warum ich das mache. Ein kleiner Einblick, warum es deshalb auch weitergehen wird hiermit. Und ein kleiner Einblick auf das, was kommt, nämlich eine Prüfung der Argumente. Auch wenn die meisten seiner Argumente ja gar nicht die Begründung seiner Lehre waren, sondern vor allen Dingen der Versuch, meine Position zu schwächen. Wenn man sich die Debatte anguckt, dann war sie von der Kommunikation und von der Körperhaltung her nur ganz objektiv betrachtet ein Musterbeispiel von einem Versuch der Manipulation.
Ich lasse mich auf solche Spielchen nicht ein, weil ich die Fähigkeiten bekommen habe, die Sachen zu lesen und damit zu arbeiten, aber damit auch Verantwortung einhergeht und ich keine Lust habe, Leute zu manipulieren, sondern zu animieren, zu prüfen. Und dann brauche ich keine unterschwelligen Machtspiele, weil irgendwas anderes vielleicht schiefgelaufen ist. Und dementsprechend kleiner Einblick. Und dann kommt morgen voraussichtlich das erste Video zur Prüfung des ersten Arguments. Gottes Segen dir und bis zum nächsten Video.